Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Auspuff verbauen. Wir legen heute an den Peugeot Elise 125 los, bauen die Nebenschwinge an und werden den neuen Auspuff verbauen. Dazu packe ich jetzt erstmal den Auspuff aus oder wir zusammen am besten und schauen mal, ob das auch alles so passig ist. Wir legen mal los. Gut verpackt, auf jeden Fall schon mal von außen. Sehr gut verpackt, macht auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck. Und wir werden gleich sehen, wie es denn dort drin aussieht. Jawohl, ich bin mal selber gespannt. Okay. Das muss ich auf jeden Fall schon mal loben. Paket in Paket. Sehr schön. Sehr schön. Mit Luftpolsterfolie ausgelegt ringsherum. Die Rechnung hier an der Seite. Dieser Auspuff hat gekostet. Okay, kann ich euch gar nicht sagen. Aber ich glaube, er lag bei 120 Euro, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Gut, und von wem ist der Auspuff? Wir müssen Werbung einblenden. Technigas, genau. Das ist ein Auspuff von Technigas. Das heißt, den nehmen wir jetzt mal runter. Den Karton können wir zur Seite nehmen. Aber es ist schon mal eine super gute Verpackung, muss ich sagen. Also dafür schon mal alleine einen Daumen hoch. Wir nehmen jetzt hier unseren Auspuff mal raus. Jawohl. Das Ganze ist hier geklammert. Mal schauen, ob ich diese Klammern... Ich reiße immer vorsichtig bei sowas auf. Falls es nicht passt, kann ich es immer noch zurückschicken und den originalen Karton auch dafür nutzen. Deshalb immer ein bisschen vorsichtig sein, ordentlich mit umgehen, weil es kommt ja auch ordentlich an. Und Luftpolsterfolie, oh, das ist ein schwieriges Wort. Das Zierteil, ne, was an Auspuff dran geschraubt wird, ja. Natürlich Kunststoff, aber so heiß wird das Ganze ja nicht. Und hier selbst mit Anbauanleitung. Sieht man das? Kann man das erkennen? Ja, ich denke mal schon. Ne? Seinen spiegelt ein bisschen gerade. Auch dabei. Und ziehe jetzt den Auspuff mal raus. Also Verpackung wirklich. 1A. Die Verpackung ist wirklich genial. 1, 2, 3 Haltepunkte sind vorhanden. Ne? 1, 2, 3. Das Röhrchen. Im Grunde kommt er so rum. So ist er jetzt korrekt. Und wir wollen hoffen, dass auch alles schön passt. Dass ich hier nicht irgendwie nacharbeiten muss. Ich hoffe es zumindest. Also Michael, das ist dein Auspuff geworden. Jetzt heißt es bald oder gleich noch verbauen. Womit wir jetzt natürlich hier erstmal mit anfangen. Das heißt, die Nebenschwinge, die muss natürlich jetzt wieder aufgesetzt werden. Aber, okay, die sitzt hier oder hat hier schon einen guten Sitz. Ja, jetzt haben wir es aber gleich geschafft. Und zwar eine Scheibe. Diese Scheibe kommt hier vor. So, das heißt hier vor. Jetzt würde ich zumindest, weil hier sitzt ja ein Lager drin und hier ist auch ein Simmerring mit drin. Dieses kleine Stück hier in der Mitte, da würde ich gerne so ein bisschen Fett nur drum ziehen. Nicht viel, nur ganz geringfügig. Einfach nur,
um das Gewissen zu beruhigen, würde ich mal sagen. Gut, Scheibe sitzt bis hinten ran und wir können nun auf jeden Fall hier unser Teil ansetzen. Den Dämpfer mal ein bisschen hochnehmen und kommen jetzt in die richtige Position, wo es dann auch sitzen sollte. Das Rad befestigt sich dann automatisch, sobald wir hier die Mutter draufbringen. Kommen wir zu dieser Scheibe. Die muss jetzt natürlich auch drauf. Die drehe ich mir um und setze sie so rum drauf. Zuletzt ziehen wir die Mutter drauf. Ja, dann können wir mit einem Drehmomentschlüssel das Ganze jetzt befestigen. Ich könnte es jetzt mit dem Schlagschrauber vorziehen, aber das mache ich jetzt rein mit dem Drehmomentschlüssel. Den habe ich hier schon liegen, ist auch schon eingestellt. Und wir ziehen jetzt das Hinterrad erstmal richtig ran. Allerdings, bevor ich jetzt das Hinterrad ranziehe, kommt hier unten diese Verschraubung noch rein. Die dürfen wir nicht vergessen. Auch ein bisschen fetten, bleibt sie wenigstens gängig und ansetzen und natürlich alles schon mal vorziehen. Man kann hier vorne auch nichts mehr wackeln oder sich verschieben dabei. Man sitzt alles an seinem Platz. Ja, ich glaube, das sieht schon mal gut aus. Ja, das sollte reichen. Hier oben kommt dann eine Verschraubung rein. Hatte ich ja gesagt, das musste ich mal reparieren. Da kommt die Verschraubung rein, aber jetzt ziehen wir erstmal alles richtig nach hinten, dass das Rad auch bombenfest sitzt. 22er Nuss. Ich nehme jetzt erstmal eine normale Ratsche und ziehe jetzt alles richtig zusammen. Wir kommen schon dahin, wo wir auch hin müssen. Nun, ja, nehmen wir. Wir müssen das Hinterrad ja etwas bremsen. Ich gucke mal, wie ich das am besten mache. Ich denke mal so. Und wir sperren jetzt das Rad. Und ich ziehe, wie gesagt, erstmal leicht vor, dass das Rad auch schon mal ja soweit sich setzen kann, auch sauber einen sauberen Sitz hat. Das Teil kommt zum Einsatz. Kommen wir zum Drehmomentschlüssel. Jawohl, also noch einmal. Gut, reicht Menge aus. Soweit sitzt alles an seinem Platz. Nun kann auch der Stoßdämpfer wieder gesetzt werden. Mal gucken, ob sich hier was verzogen hat, also weiter runtergezogen hat. Nein, alles okay. Sieht auf jeden Fall recht gut aus. Ja, Schraube zieht. 13er brauchen wir. Ein Handgriff und na, wer sagt's denn? Geht doch recht schnell. Stoßdämpfer festziehen. Das ist gut. Reicht aus. Wir könnten theoretisch, ja, ich kann hier jetzt auch den Luftfilterkasten wieder festziehen. Das heißt, wie gesagt, das habe ich mal selbst gebaut. Obwohl, hier würde ich doch lieber eine schöne, größere Scheibe noch nehmen. Das hier alles richtig schön umschließt. Okay, ich suche mir mal eine Scheibe oder eine etwas größere Scheibe raus. Wenn, dann soll das ja auch alles wieder schick aussehen. Hier habe ich eine 5 mm Bohrung und wir setzen sie jetzt hier an. Dann sieht das noch schicker aus als vorher. Ich habe ein gutes Gewissen und
die Optik, ja, sieht auch gleich etwas anders aus. Ranziehen und fest. Na doch, das sieht doch ein bisschen ordentlicher aus als mit dieser kleineren Scheibe, ne? Weil das zieht sich einmal richtig drumherum. Doch, ich denke mal, so sieht es ganz ordentlich aus. Kommen wir zur Sache Auspuff. Wir bauen den Krümmer ab, um dass wir den neuen Pott ansetzen zu können. Ich habe hier unten schon mal meine Knarre angesetzt. Das ist gar nicht so einfach vorzuzeigen, wo, weil das Teil, das sitzt hier hinten, dass man gerade so drankommt. Und ich habe, ja, oder muss dazu beide Hände frei haben. Deshalb, ja, kann ich euch das nicht so richtig zeigen. Aber wenn ich die Muttern runter habe, dann, wie jetzt zum Beispiel, die erste ist runter, dann heißt es, ja, ist ein bisschen ölig das Ganze, dann heißt es natürlich, wir gucken uns das dann sofort nochmal an, hier wird es ein bisschen schwieriger, aber es geht, ich komme drauf und jetzt heißt es nur noch wieder ansetzen und hoffen, dass diese Schraube auch freiwillig abgeht. Oh, Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Lösen. Ich nehme mal die Ratsche runter. Lösen. Mutter Nummer 2. Na, ich bin begeistert. Und Krümmer haben wir. Jetzt wird es natürlich ein bisschen schwieriger, weil das ist nur der Krümmer. Wir bauen jetzt den Topf plus Krümmer an. Das ist ja ein Teil. Hier war es leicht. Jetzt geht es weiter. Und ich sehe aber auch schon, der Krümmer wurde sogar schon geschweißt. Seht ihr diese Schweißnaht hier ringsrum oben? Hier? Hier ist diese Schweißnaht. Der wurde schon mal neu nachgeschweißt. Ja, aber saubere, gute Arbeit, muss ich sagen. Der Auspuff kommt rüber. Ich hoffe, dass ich den Auspuff... Also, ich muss sagen, hier, das sieht gut aus. Das ist genau identisch alles. Das sollte passen. Ich kann ja mal... Moment, ich habe hier den anderen Krümmer. Ja, guckt euch das an. Das ist identisch. Gut, jetzt heißt es natürlich... den Krümmer samt Auspuff durchzubringen. Ja, ja. Doch, ich glaube zumindest, dass ich das hinbekomme. Ihr seht, ich habe das einfach erstmal nur angehangen, oben eine Schraube reingesteckt, dass der Auspuff erstmal seinen Verlauf hat. Er sitzt noch nicht ganz richtig, aber er sitzt schon recht gut. Das sieht gut aus. Wir brauchen aber noch die neuen Teile. Die Abstandsteile zwischen Motorblock und Auspuff. Die hier oben, hier und hinten dran kommen. Die hole ich jetzt mal rüber. Guckt euch mal diese langen Abstände an. Die, ne, wie weit. Da der Auspuff ein bisschen anders geformt ist. Ich denke mal, die beiden hier, das und das, die sind für vorne und das hier ist für hinten. Allerdings bekomme ich hier jetzt ein Problem, weil die obere Verschraubung, das passt ja nicht ganz. Da muss ich mir was einfallen lassen, dass ich da auch wieder eine längere Schraube reinbekomme. Wir schauen mal, wie das funktionieren wird. Aber, ja, wo ist die... Moment. Das sind die Abstandshalter, die original waren. Das sind jetzt die Abstandshalter, die vorne dran kommen, oben wie unten. Deshalb auspacken, versuchen anzusetzen. Um jetzt erstmal Stabilität reinzubekommen, das heißt, dass der Auspuff erstmal an seiner Stelle sitzt, wo er auch hingehört und weder nach unten rutschen kann, so dass erstmal nur der Auspuff selbst gehalten wird, nutzen wir die neuen Schrauben, neue Unterlegscheibe. Die fette ich diesmal nicht ein. Die setze ich jetzt sauber so ein, weil da hatte ich schon mal gefettet. Und
setzen dieses, das ist Alu, das ist federleicht, setzen natürlich das Zwischenstück an, um dass dieser Auspuff erstmal ein bisschen Halt hat und ich vorne alles verschrauben kann. Wie ihr seht, der Krümmer sitzt soweit schon mal. Ich versuche jetzt mal hier mit der Hand vorzukommen. Und hier ist auch die Befestigung. Ich werde ihn jetzt erstmal hier oben nur ansetzen, dass er nicht hin und her rutscht oder rausrutschen kann, und werde somit dann die erste Verschraubung mit ansetzen. Also von den Händen her, ja, macht das mal wieder richtig Spaß, in Fett rumzuwühlen. Gut, Krümmer ist vorne angesetzt. Jetzt heißt es natürlich, den Auspuff richtig schon mal einzustellen, um dann, dass ich letztendlich auch den Krümmer vorne richtig anziehen kann und der Auspuff seine Position hat. Erste Position und die kürzere Verschraubung dazwischen. Na, ich glaube, das sieht man. Gut, das wäre die erste Position. Die zweite Position hier ist eine breite Buchse und oben muss ich mir natürlich was einfallen lassen, ne, bei dieser Position. Ja, das ist jetzt ein bisschen umständlich, aber letztendlich werde ich da auch noch was für finden oder mir fällt was ein. Dann geht es natürlich hier nochmal weiter. Ich lege mal das Licht ein bisschen um und wie gesagt, hier ist der Sitz von den Krümmer schon mal. Den fange ich jetzt mal an, ein bisschen ranzuziehen. Krümmer habe ich vorne angezogen, schon mal richtig fest. Diese Verbindung kann ich jetzt allerdings auch noch wieder weiter reinbringen. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, was mache ich da oben? Wie ich eben schon gesagt habe, ne? Das ist ja sozusagen ein kleiner Selbstbau mit. Ja, und das sieht aus, als wird das natürlich ein bisschen schwieriger jetzt als nur eine Schraube reinzubringen. Es könnte passieren, dass ich hier oben noch was wegnehmen muss und dass ich überhaupt mit der Verschraubung dahin komme. Eigentlich ein bisschen schade, aber der Auspuff, der Flansch sitzt richtig drin und ist schon fest, so. Das ist ja ein Selbstabdichter. Es ist keine Dichtung zwischen gar nichts. Es ist wirklich nur der Flansch, der reinkommt, verschraubt wird, dass sich das dichtet. Also sauber drumherum anliegt und dann richtig abdichtet. Aber jetzt muss ich oben was einfallen lassen. Hier oben lasse ich mir noch was einfallen. Dazu muss ich diese beiden Teile hier bearbeiten, dass wir die Verschraubung wie reinbekommen. Das ist eine sozusagen Sonderanfertigung. Aber was wir trotzdem schon machen können, um das Ganze ein bisschen schicker zu gestalten, guckt euch das mal an. Sieht denn das nicht schick aus? Ist natürlich, wie gesagt, Plastik, aber es ist hitzeresistent, also von daher wird es sich nicht großartig verbiegen oder so. Gut, hier ist sogar noch mal die Anbauanleitung bei. Ne? Wie rum soll es? Moment, ich halte es ja auf dem Kopf gerade. Wie rum soll es? Ja, ich weiß gar nicht, kann man das in zwei Positionen bringen? Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Position. Das ist die andere Position. So rum. So wäre, glaube ich, die richtige Position. Nein, doch andersrum. Okay, also letztendliche Position. So kommt es jetzt hin. So machen wir es jetzt fest. Ja, auch ich muss mal gucken. Hier haben wir die Verschraubung. Ne? Das wird einfach hier reingeschoben. Ich gucke mal, wie, von welcher Seite schieben diejenigen das Teil denn rein. Okay, einmal von innen. Gut. Verschraubung. Ja. Einmal.
Verschraubung Nummer 2. Ja, sieht gut aus. Ah, okay, da gibt es noch Dämmungsmaterial. Also, das heißt, die Schraube, Unterlegscheibe hier hin und hier sind vier Dämmungsscheiben. Also, was heißt Dämmungs? Das sind einfach aus Hartpappe sozusagen, wie eine Dichtung, Abstandshalter. Ich versuche jetzt einfach mal zwei Stück hier hinter zu setzen. Ja, ich denke mal, ich mache das einfach mit zwei Stück mal. Und wir schauen mal, wie das denn aussehen würde. Ja, das ist ein guter Abstand, also wir setzen alle beide hinter. Und das verschraube ich jetzt auch noch. Kurze Änderung. Ich habe gerade noch mal auf den Plan geguckt. Eine kommt drauf, aber eine kommt auch doch hier noch sogar vor. Das heißt, eine hier drauf mit, eine dort, also eine hier. Ja, egal wo man das jetzt nimmt, spielt eigentlich keine Rolle. Und ansetzen. Na, wer sagt's denn? Ansetzen und festziehen. Das heißt, der Auspuff hat schon mal seinen Sitz. Ja, ein bisschen gegenziehen ruhig. Ne? Der Motor vibriert, also ruhig ein bisschen festziehen. Nicht, dass Michael da mal die Schrauben verliert. Ja, ich denke mal, das sieht ganz gut aus. Den Rest werde ich noch so erledigen, aber das bekomme ich garantiert auch noch hin. Das heißt, ich muss wirklich eine kleine Ecke ausfräsen, dass ich auch mit der Verschraubung richtig dran komme. Gut, damit sind wir durch. Wie gesagt, ein Getriebeölwechsel findet natürlich auf meine Art nochmal statt. Dann haben wir Gott sei Dank diese Rolle auch fertig, weil Wochenende wird dieser Roller natürlich auch abgeholt, wenn das Wetter mitspielt. Gerade regnet es und stürmt es ja draußen wie verrückt. Dann gibt es noch was Neues. Das Neue heißt André. André zum Beispiel, sein Vorname. Autor, Auto, Quad und das ein oder andere noch. Das ist ein Kanal, der wird jetzt demnächst neu entstehen. Und André ist ein Funzkerl, ein wirklich Funzkerl. Gedanklich sauber dabei und wird jetzt demnächst sein Kanal starten. Ich würde mal sagen, lasst uns mal die Daumen drücken. Ne? Autor, Auto, Quad und wer weiß was noch. Er hat den Kopf voll. Und möchte das an euch allen rausgeben. Deshalb bleibt dabei und ich gebe euch weitere Info darüber. Tschüss.